Ich habe noch nicht so ganz verstanden, wo jetzt die Reichtümer sind, aber gut. Ich nehme an, da hier nicht Bezug auf den Eisplaneten genommen wurde, gilt das wohl so ziemlich für alle Schweren wie Lava und Wüste, wo er ja, garantiert auch. Aber dasselbe Prinzip eigentlich, grundsätzlich. Naja. Sei's drum. Okay, wir haben ein Schiff, das nichts macht, aber das gehört auch so. Das wollten wir ja erstmal haben, ne? Mhm. Das ist das, das noch im Hangar steht. Ja, und das, was bei Wrath. Ja, wo schicken wir das hin? Oh. Da hoch. Geht's da? Achso, ja, weiße Sonne. Oder darunter. Auch eine weiße Sonne. Und nach rechts geht's da überhaupt? Oh, irgendwie. Achso, doch, hier. Weißer Zwerg. Also weiß, weiß oder weiß, entscheiden Sie sich jetzt. Wir können auch zurück und dann hier zu der weißen Sonne, aber... Da ist ja nochmal eine. Ja, ich würde sagen, fliegen wir doch mal runter. Vielleicht kriegen wir über die weiße Sonne im Süden und kommen dann wieder noch ein weiter runter. Da ist ja auch noch irgendwas. Mhm. Dass man irgendwie vielleicht so fliegt. So, mal schauen. Ah, ist schon da. Altair. Oder Altair. Oder Altair. 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 Ja, gucken wir auch mal rein, würde ich sagen. Winzig, trocken und Mittelwasserwelt. Oh, Korallenriffe. Da guckt man natürlich auch noch drüber. Diese, was? Malerischen... Ah, okay, ein falsches Wort habe ich mir gönnen. Ja. Aber ich muss dazu gestehen, ich habe aus dem L ein I. Deswegen diese meierischen, was will der von mir? Diese meierischen Dings da hier. Weil das sieht, also du musst dir vorstellen, es sieht bei mir wirklich sehr klein und teilweise fehlen in den Buchstaben aufgrund der kleinen Pixel. Ja. Pixel. Ja, wie gesagt, das geht mir bei Skype, wenn ich bei dir zugucke, meistens auch nicht anders. Aber hier ist es halt nochmal das Problem, dass die Schrift wirklich so schon klein ist. Also selbst ich muss genau hingucken, so, okay, ah ja, Maler, ja, passt schon. Aber wenn das ich dir dann schon sage, dann weiß ich nicht, was, dass du es überhaupt lesen kannst, ist ja schon ein Wunder. Ich habe gute Augen. Außerdem hast du es ja auch noch nicht falsch wiedergegeben, du hast es ja noch nicht ganz vorgelesen gehabt. Von dem her, neuer Glück Versuch. Ja, genau. Diese malerischen, üppigen Riffe verschönern nicht nur den Planeten, sondern sind auch Nahrungsquellen und eine Sehenswürdigkeit für Touristen, sobald sie entweder als nicht tödlich oder nur partiell tödlich eingestuft wurden. Kommen Sie zu unseren Korallenriffen. Besuchen Sie unsere nur potenziell tödlichen Korallenriffe für 9,90 Euro. Jetzt auch mit Aufpreis, dann ist es garantiert tödlich. Ja. Ja, gut. Das Ader erklärt sich, glaube ich, mehr oder weniger von selber, die hier noch ist. Also wir können ja mal... Einst war dies eine Basis oder ein Schlachtfeld der infiniten Zivilisation. Und ihre nanotechnologischer Dust ist im Boden und der Atmosphäre omnipräsent. Wer sind denn eigentlich diese Infiniten? Gibt's die? Ist das auch eine Rasse oder ist das eine ehemalige? Ich schätze mal, das sind die Urbewohner gewesen. Würde ich jetzt mal so grob. Okay. Aber... Eden? Eden, Weihnachten, Weihrauch oder was? Ich kann es bald gar nicht mehr lesen, wenn du noch weiter weggehst. Okay. Wird diese orange... rosafarbene Pflanze verbrannt, das sieht bestimmt toll aus, gibt sie äußerst angenehme Aromaschwaden ab. Aufgrund seiner potenziellen Effekte auf die intellektuelle Kreativität ist Edenweihrauch eher sehr begehrt und als Ressource bzw. als Handelsware sehr wertvoll. Ja. Okay. Aber grundsätzlich auch wegen der Dustader der Korallenriffe und ein sehr lukratives System. Ja, also wie gesagt, wir haben jetzt schon zwei, die wir eigentlich fast bewirtschaften müssen. Die zwei sind zum Glück auch nebeneinander. Das liegt uns doch schon sehr gut. Ja. Haben wir eigentlich noch Punkte übrig? Einen. Wenn ich jetzt hier gehe, fährt er dann den Rest noch? Ja, na immerhin. Okay, aber sonst würde ich sagen, Zug beenden, oder? Ja. Okay, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall nochmal Kolonialschiffe. Das ist schon mal nicht schlecht, weil dann wissen wir wenigstens, was wir in Kellum noch bauen.
Sag mal, was forschen wir eigentlich? Wir haben da erstmal sehr lange gebraucht, aber ich habe das Gefühl, wir waren lange nicht mehr forschen. Ja, aber es sind noch 7 Runden. Ja, deswegen, was waren das eigentlich nochmal, was wir da gerade so haben? Ich glaube, diese Lava-Kolonisierung. Ah, okay. War die so lange? Krass. 10 Runden. Ich glaube, wir haben einfach noch ein bisschen was da noch geguckt und dort noch geguckt und ruckzuck waren erst 3 Runden rum, sage ich mal. Mhm. So, aber einer unserer Helden scheint wieder aufgestiegen zu sein. Oh, aufgestiegen gleich. Zu einer höheren und so, naja. Naja, Stufe 4. Mr. So. Restless. Ja, Ida Restless. Ja. Ida Restless. So, jetzt ist die Frage, was haben wir denn? Intelligenz wäre nicht schlecht, oder? Ja. Ja, haben wir hier, plus 4. Ja, dann sind wir dabei 10. Der Held gehört zu den effizientesten... Danke. Gouverneuren der Galaxie und erreicht eine weitere Steigerung bei der Dust-Erzeugung und Wissenschaftsleistung. Ja, würde ich sagen, zack, zerab, oder? Jo, schenk einmal Striche. Bitte was? Kennst du das nicht? Schenk einmal Striche? Doch, kenne ich schon, aber... es kam in dem Zusammenhang jetzt etwas... Joa, okay, gut. Helden-Update. Und wir haben wieder irgendwas total Tolles erreicht, wahrscheinlich. Oha. Also, wollen wir es teilen, weil den unteren die Effekte... Die willst du die lesen? Nee. Die kriege ich nicht hin, aber den oberen Teil kriege ich noch gerade so hin. Alles klar. Gut. Während das Reisen und Entdecken im Weltraum immer Wieso kommt der Satz so bekannt vor? Der ist schon der gleiche, den wir schon mal hatten, glaube ich. Glückstreffer, gut. Oh, danke. Puh. Also liest du doch das untere. Nein, Quatsch. Oh. Effekte, jetzt bist du dran. Kann ich nicht lesen. Nee, aber... okay, also wir haben für die nächsten 50 Züge folgende Verbesserungen, sage ich jetzt mal. Plus 10 EP-Bonus für jede Schlacht für Held. Aha. Für Held, ja. Plus 10 EP-Bonus bei Auftrag für Held. Wie kriegen wir denn einen Auftrag? Gute Frage. Nächste Frage. Plus 10 EP-Bonus für jeden Bau für Held. Gut, haben wir ja schon alle irgendwie. Plus 10 EP-Bonus für jeden verwundeten Gegner für Held. Gut, also wenn die nächsten 50 Runden trotzdem nicht irgendwie wirklich was verändern in unserem Leben. Wahrscheinlich nicht. Aber ist doch mal nett zu wissen. Ja. Also. Aber was hat denn Libra jetzt eigentlich so? Da sind ja schon wieder irgendwelche... Ich schicke ihn schon mal weiter, ja. Einfach, das soll uns ja nicht hindern. Er fährt dann einfach ja nur weg. So. Günstige Jahreszeiten haben wir wieder. Mineralienarm, okay. Rotsang hatten wir ja auch schon, glaube ich, ne? Mhm. Oh, was Neues. Cyberflora. Soll ich wieder, ja. Ist vielleicht, ich bin näher dran. Aber nur um ungefähr 10 Pixel. Ja, viel ist es nicht. Diese nahezu unzerstörbare Hybridspezies ist aus dustverseuchten Flechten erwachsen und gedeiht selbst unter den rauesten Bedingungen. Ihr wunderschöner Schimmer und ihre interessanten biotechnischen Eigenschaften erschaffen eine atemberaubende Umgebung und eine Quelle wissenschaftlichen Wissens. Jetzt weiß ich, wie sich Fleurop neue Kunden locken kann. Diese wunderschöne Rose mit ihren biotechnischen Eigenschaften. Und ihre zum Muttertag nicht vergessen. Ihre interessanten biotechnischen Eigenschaften. Das ist ganz wichtig. Das ist ja. Interessant. Ja, das ist da richtig also, was dran. Es ist ja demnächst, ne? Muttertag. Wenn man dann zu deiner Mutter und dann hier, liebe Mutter, ein Strauß roter Rosen mit biotechnischen Eigenschaften und wissenschaftlich wertvollen Blablabla. Die Frage ist, ob es noch reicht, die Folge vor Muttertag hochzuschicken. Wahrscheinlich könnte knapp werden. Mm. So rein hochrechnungstechnisch. Aber gut. Dann halt Muttertag 2.14. Weil, wie gesagt, ist es ja jetzt nicht so, dass wir nicht schon 2 Stunden am Stück aufnehmen jetzt und so, ne? Also circa. Länger sogar schon, oder? Ich weiß nicht, du weißt, dass dieser Raum bei mir hier keine Uhr hat. Siehst du die Uhr bei mir nicht? Beabsichtigterweise. Siehst du die Uhr bei mir nicht unten zufällig? Nee, ich habe Vollscreen, da mache ich das immer weg. Achso, deine Uhr. Meine Uhr, ja. Deine Uhr, ja, deine Uhr sehe ich.
So, weißt du, ich hab hier in Frankfurt keine Uhr, aber ich weiß, wie spät es in Stuttgart ist. Es sollte ungefähr dieselbe Zeit sein. Nur so. Ungefähr. Ungefähr, ja. Aber wir wollen es hoffen. Das lasse ich jetzt erstmal unkommentiert, weil ist jetzt dein Problem. Ja, sozusagen. Aber du weißt es ja eher, weil ich wohne ja auch nicht da. Von dem her kann ich das auch nicht. Kann ich mir da kein richtiges Urlaub. Urlaub, ja. Ich brauche Urlaub, ganz dringend. Das ist, ja, kann ich mir kein wirkliches Urteil erlauben. So rum. Okay. Langsam, Dagomir, langsam sprechen. Mann. Nicht so viel Beige und so, ne? Ich mache den Zug trotzdem mal weiter, ja, weil wir können eh im Moment nichts machen. In der Hoffnung, unser Schiff ist jetzt bald fertig. Hm? Oh, weißt schon? Colonization und so? Colonization, ja. Colonization. Colonization, genau. Oh, das klingt jetzt aber sehr spanisch. Echt? Nee, war ich. Ich wollte eigentlich schwäbisch klingen. Echt? Ja, nee. Nein. Das klang aber eher so in Richtung Bullis spanischer Spesendienst. Oh lala, wir haben einen. Das könnten wir komplett besiedeln hier. Guck dir das mal an. Oh krass. Und da ist sogar Titanium. Ich weiß nicht, was das in der Mitte ist. Und ein Diamant irgendwas. Ebony and Ivory. Okay. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Wenn überhaupt noch jemand. Wenn überhaupt noch irgendjemand die Beatles und das Lied kennt, ja, das ist ja schon mal, da muss ich ja schon mal. Aber gut. Du weißt, der Vorteil ist, wenn man im Büro ist, da gibt es jeden Altersdurchschnitt und ich darf mir wirklich dann diesen HR, ich sag's jetzt mal nicht laut, welcher das ist, aber die Frankfurter, die jetzt hier zuschauen, die wissen, welchen HR da ich meine und. Ich glaube, ich kenne ihn auch, aber. Ja. Es läuft okay. Ungefähr zweimal am Tag da oder so. Zusammen mit allen anderen Liedern aus den 70ern, 80ern und 90ern und dem schlechtesten von heute. Ein wilder Mix aus allem, sozusagen. Ja. So, was haben wir... also da... Ich weiß gar nicht, wo wir zuerst kolonisieren sollen. Okay, ich möchte gerne den Teleportations-Store, weil, weißt du, der erste Teil noch deutsch, der restliche Teil musste dann in Englisch sein. Oder heißt es ja. Teleporter-Store, oder? Ja. Oder Teleporter... Na, das ist ein Stargate, das Teleportationstore. Haha. Ja, dasselbe Problem wie bei mir bei Gefärbenen. Ja. Okay, kannst du es lesen einigermaßen, oder? Oh Gott, ich hätte nicht zu viel sagen sollen. Teleportationstor, ja, wenn man es jetzt so liest, könnte es auch wieder Store sein. Ja, aber die schreiben es manchmal so ganz wild abgetrennt, von dem her. Diese quantenverbundenen Teleporter sind eine natürliche Anomalie, die gar nicht existieren dürfte. Sie verbinden die Planetenoberflächen mit verschiedenen Zielpunkten im Sternensystem. Das Raumzeitgefüge ermöglicht durch eine Vielzahl von Brücken, Abkürzungen und Löchern schnelles Reisen durch das System. Hört sich halt mal so gar nicht nach Store an. Von dem her sind es schon die Teleportationstore. Aber ich hätte einmal gut getan, wenn man es schon irgendwie so komisch trennt bei dem. Ja, das stimmt, aber das machen sie natürlich nicht. Wäre auch zu leicht. Ja, Lehrenstein hatten wir, meine ich, auch schon, wenn auch nicht vorgelesen. Soll ich es mal noch vorlesen? Ja, mir egal wer. Also Lehrensteine sind amethystfarbene. Ach, ich wusste schon, warum ich es nicht wollte. Amethystfarbene, passt aber. Kristalle um eine Gravitationsperle, die wiederum pur Antimaterie enthält, weshalb die Steine für die Industrie enorm interessant sind. Ja, interessant wieder, da ist es. Ne? Aufgrund ihrer Fähigkeit, Schwerkraftfelder zu manipulieren, ja, können leeren Steine für alle Arten von Transport, Konstruktion oder Streichen eingesetzt werden. Hast du mal ein paar Leersteine, ich will mein Zimmer streichen. Das hatte ich gerade auch gedacht. Dauermonsun, das ist wieder was für dich. Okay. Die gute Nachricht, dieser Planet ist sehr wasserreich und daher enorm attraktiv für die Landwirtschaft. Die schlechte Nachricht, besagtes Wasser wird für gewöhnlich bei orkanischen Winden horizontal angeliefert. Was? Ja, angeliefert, ja. Ja.
Captain, Captain, wir haben horizontalen Wind, der angeliefert wird. Ich schon recht, Chekov. Gezeiten und Winde sind glücklicherweise auch nasse Energiequellen. Yay. Das klingt doch super. Ja, gut, aber Wasserwelt, ich wusste gar nicht, dass wir das auch kolonisieren können. Aber gut, sei es drum. Keine Ahnung. Aber wie gesagt, hier könnte man theoretisch wirklich alle. Wo soll man als nächstes hingehen? Links oder rechts? Naja, links haben wir das Problem, dann würden wir im Dreieck, müssten wir dann wieder irgendwie... Obwohl, links und dann schräg nach oben. Hier? Ja. Okay, können wir auch mal hier unten, das machen wir dann immer noch irgendwann mal. Ne? Ja, ich denke mal, da geht's auch noch wieder irgendwo weiterhin, oder? Ich schätze auch, ja. Da geht's wahrscheinlich sogar noch mehr weiter als hier oben. Könnte ich mir vorstellen. Mhm. So. Ach. Ja. So. Hier rüber bitte. So weit wie du kannst. Achso, wir sind... Oh. Hoppla. Olvaldi. Schauen wir uns das auch gleich noch an. Ja, mutierte okay. Flora. Dieser Planet ist ein Musterbeispiel ausgearteter Artenvielfalt. Artenarten, oder was? Artenarten. Okay. Denn es gibt Pflanzenmutationen in jedem Bereich. Größe, Form, Farben, Duft, Geschmack und psychoaktive Effekte. Krass. Hört ihr die Fragezeichen in meinem Kopf? die sich niemand vorstellen kann. Einige der erwähnenswerte Resultate sind ein reiches Nahrungsvorkommen sowie ekstatische Gourmetköche. Ein erwähnenswertes Resultat klingt für mich irgendwie logischer als Satzbau, aber okay. Ja, du verstehst, warum ich kurz so... Ja, es fiel mir, als ich dann selbst das gelesen habe, auch irgendwie auf, dass das komisch klang. Oder eine der erwähnenswertesten Resultate. Hätte ich auch noch gehen lassen können, ja? Aber so fehlt da irgendwie was. Tja. Geschmolzener Kern. Nicht alle Planeten haben einen geschmolzenen Kern, der einige ausgeprägte Vorteile hat, wie etwa ein natürliches Magnetfeld, das den Planeten vor kosmischen Strahlen schützt und die Plattentektonik, die Evolution fördert. Aus beiden Gründen halten Wissenschaftler diesen Planetentyp für besonders interessant. Ja, Mann. gut, mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen. Das Wasser, das hatten wir doch auch noch nicht vorgelesen, wenn ich es richtig weiß. Nee. Diese Substanz, ein frühes Produkt der Dust-Weiterentwicklungen aus der Zeit, ja, vor der Spaltung der Infiniten, schon klar, wirkt heilend auf biologische und mechanische Wesen und verstärkt darüber hinaus noch die Empathie. Cool. Na dann. Seismische Aktivität. Für all jene, die auf Rock'n'Roll auf planetarer Ebene stehen. Okay. Entschuldigung, nochmal. Ist dies die ideale Heimat. Dennoch sollte man nicht außer Acht lassen, dass obwohl Geophysiker ihn bewundern, nervöse Bewohner und teure Bauarbeiten garantiert sind. Dann gehen wir gleich weiter zu den virtuellen Artefakten. Diese seltsamen Objekte einer Welt, die einst von der virtuellen Fraktion der infiniten Zivilisation bewohnt wurde, sind unverständlich für alle... die nicht auf das eingestellt sind. Okay, den anderen hingegen bieten diese Artefakte mächtige Weiterentwicklungen. Okay. Sieht aus wie dieses Handyscreen-Ding, was man das so ab... ist dieses Handyscreen-Ding, glaube ich. Ich weiß, es hat auch einen richtigen Namen, aber ich kenne ihn gar nicht. Um diesen Handy-Barcode oder ja. Links-irgendwas-Code. Gut, schickt man nochmal weiter, oder? Wir haben noch einen, immerhin. Ja. Ich meine, so weit wie er kommt halt. Ich meine, wir kommen jetzt theoretisch, was mir gerade auffällt, das Kolonie und das Paladin-Schiff über Bethel nach rechts schicken. Dann gucken wir gleich nochmal, was da ist. Und dann über Obwaldi und so, weißt du? Bethel, achso, ja, okay, ja, sehe ich. Juknov vor einem Jahr. Genau, quasi hier rüber und dann da hoch. Mhm.
Gut. Schauen wir mal kurz, was er uns diesmal... Olvaldi! Während das Reisen, ich glaube, das haben wir schon ein paar Mal, ne?